Also ich bin jetzt definitiv drinne. Jetzt sehe ich dich, dass ich erst beitreten kann. Okay, dann ist dieses Rätsel jetzt also auch gelöst. Ja. Rätsel gelöst, wäre doch gelacht, wenn Es nicht. regnet. Ja. Brauchst du nicht gießen. Ich bin noch nicht so weit. Ich stehe vor deiner Tür Okay. und Willst du werde mich ab? nass. Jetzt ist die Susi da. Kleines S mit Ich hasse großer Usi. Ja, hallo Susi, schön, dass du da bist. Wie du siehst, regnet es. Ja. Und ich weiß nicht, ob du auch einen schönen Brief hast. Also ich habe einen. Ja. Der ist von Linus. Hallo, es ist gerade Brombeerzeit. Die Büsche sind voll mit ihnen. Ich würde auch gerne ein paar pflücken, aber ich habe meinen Korb verloren. Kannst du helfen? Ich nehme den Antrag mal an, weil was anderes bleibt uns eh nicht übrig. Genau. Wollen wir gleich fragen oder wollen wir erstmal selber suchen? Wir gehen jetzt diese Brombeeren einsammeln und dann ist schön, dann haben wir sie wenigstens, weil Ja. er schreibt ja nicht, wie viel er möchte. Nein, er will seinen Korb haben. Er hat seinen Korb verloren. So wie der andere seine Shorts, hat der seinen Korb Wenn der verloren. Korb wieder in irgendeinem Schlafzimmer steht, dann schreibe ich hier einen Brief, sage ich dir. Deswegen fragte ich ja, ob wir. Ja, dann gehen wir zu Leines hoch und gucken. Oder wir nehmen aber trotzdem zwischendurch bitte alles mit. Wir gehen mal kicken, ob wir den Ja. irgendwo finden. Oh, gruselig. Wir haben ja hier beim letzten Mal haben wir, da wie sieht's aus mit den Pilzen? Keine da. Okay, keine Pilze da. Willst du die Tiere noch versorgen? Ja, Du die natürlich. Kühe, ich die Hühner oder wie? Ja, ist okay. Oh Gott. Böp. Hallo, ihr Hühnchen. Und schön lieb haben, ne? Habe ich ja schon gemacht. Und hier, Dings. Milch melken, meine ich. Milch melken. Weißt, du weißt, Wo was ich der meine. Eimer ist. Haben wir jetzt die großen Eier eigentlich schon abgegeben? Weißt du das? Weißt du auch nicht so genau, ne? Nein. So, viermal Futter für die Damen, bitteschön. Ja, heute bleibt ihr drin, ne? Draußen regnet das. Die Viecher geben noch keine Milch Okay, ab. die sind noch zu jung wahrscheinlich, ne? Ja. Warte mal, Ja. ich lasse mal die Eier da drin in der Truhe. Oh, wir haben aber noch jede Menge Eier, ne? Ei da Ja. daus. Wir müssen echt mehr Mayo machen. Mehr Mayo. Soll ich das Tor trotzdem aufmachen? Klar, die können auch raus, wenn es regnet. Ich So. glaube, also ich habe die Hühnerstall zugelassen. Okay. Wollen wir, also Heiko hat gesagt, wahrscheinlich dort, wo man ihn sicher nicht sucht, ist der Korb. Wo sucht man ihn denn nicht? Heiko ist ja gut. Da, wo er ist, nee, Horst hat das geschrieben. Und Aha. Heiko hat geschrieben, stimmt, da, wo er ist, kommt man selten hin. Na, Okay, hurra. also entweder im Schwimmbad oder bei dem Zauberer. Hast du das gesehen? Ja, eine fette Brombeere. Da auch eine. Guckst du hier? Nicht übersehen. Ach, so sehen Da. die aus? Doch, die sehen immer doof aus. Ich dachte, Das die habe ich sind auch so gedacht eben. kräftiger. Du bist stolze Okay. Besitzerin einer Brombeere. Ja, deswegen trage ich die auch auf den Kopf. Dein Ernst, er war eben zu sehen. Was? Er war eben zu sehen. Sieht denn hier. Da! Hör Och auf, Gott! du hast gekeift. Entschuldigung. Wo ist Siehst du er? den Korb auch? Nein. Guck mal da unten neben die Straße. Neben der Weiß. Straße? Ja, warte, Okay. komm mit. Komm mit. Ich habe ihn gesehen. Jawohl. Ich habe ihn gesehen. Du trägst eine Beere auf dem Kopf, ist dir klar, Habe ich doch ne? gesagt. Ich bin stolz darauf, dass ich die Beere gefunden habe. Ja,
Ach je, die Susi und ihre Beere. Warte, ich habe hier noch eine. So, jetzt gehen wir da mal weiter, genau, nach links und dann... Darfst du ihn dir gerne holen. Ich versuche mal die Blümchen da oben. Da ist der Korb, okay. Kann man die Blümchen... Ah, da kommt man nicht durch, ne, zu den Blümchen da hinten. Aber du brauchst doch den Korb doch jetzt auch. Ja, geh doch mal bitte beiseite. Dann würde ich den nämlich auch nehmen können. Dankeschön, ich habe etwas gefunden. Bärenkorb von Linus. So, flop, flop. Suppi. So, Linus ist doch der grauhaarige Onkel da oben, ne? Ja. Na gut, geht. Oh! Hast du dich gerade genießt? Gesundheit. Das ist keine Krankheit. Das ist Aufregung. So, diese blöde Korb. Sag mal. Oh, weg. Ob du jetzt die Beere auf dem Kopf hast oder den Korb, ist doch egal. wir sollten vorne weggelaufen sein? Ja, nach oben. Okay. Gewitter da. Ah! Schockschwere Not. Ja, wirklich. Wir brauchen unbedingt diese Blitzableiter. Also ich habe da... Linus, der steht bestimmt unten am Fluss, aber ich habe hier eine Dings gefunden, eine Nuss. Da ist noch eine. Komm noch nicht ran. Kommst du da ran? Sehr schön. Dann habe ich die auf dem Kopf. Ich bin so stolz auf dich. Alles auf dem Kopf hier. Oh... Oh Gott, das ist doch wirklich kein Wetter für mich. Stimmt, ne? Die Geister. Aber hier ist kein Linus. Ist er wieder bei den Mülltonnen oder was? Nee, aber der steht doch sonst immer hier unten, oder nicht? Stand er nicht mehr hier unten irgendwo? Nee, hier steht er nirgendwo. Nein. Ach, nee. Oder ist der in seinem Zelt drinne? Meinst du, weil das regnet? Möglich. Normalerweise, wenn es regnet, steht er immer unter dem Baum. Nee, das glaube ich nicht, dass der im Zelt ist. Ich will wieder mal den Mülltonnen durchsuchen. Doch, der ist hier drinne. Mein Korb, danke dir. Das bedeutet mir viel. So. Okay. Bringe Mani ein Bündel Amaranth. Ach man. Auf zum Grund. Pam ist durstig und Bürgermeister Schott. Ach ja, da muss ich auch noch mal kicken. Wo ist denn Mani? Mani habe ich bis. Ich muss Mani Geschenke machen, ne? Ja, die kriegt doch auch dieses Zeug für ihre Kühe. Das Amaranth, ja. Und ist außerdem noch Geschenke. Für sie? Nee, ich glaube, da außerdem noch Geschenke. Wie viel Geld haben wir denn eigentlich? 2000. Macht nichts, Horst. Das passiert jedem mal. Mir passiert das ständig, dass mein Deutsch sich verabschiedet. Warte mal, kann man nicht die Beere und die Nuss schon abgeben? Rein theoretisch müssten wir doch die Beere und die Nuss schon abgeben können, oder nicht? Willkommen. Heiko, bei dir wissen wir das. Nee, das ist was anderes. Da ist Holz und Stein. Und die Beere haben wir schon. Die Nuss haben wir auch schon. Da fehlt uns noch die Wildpflaume. Okay, da fehlt uns noch die Wildpflaume. Ein wildes Pflaumli. Ja. Okay. Wir haben alles abgegeben, was wir abgeben können. Gut. Tja, was wollen wir machen? Angeln? Bei Gewitter? Jo. Gut. Wir brauchen das ja für die Quest. Ja, okay. Wenn es denn sein muss. Aber ich glaube, ich halte mal ganz kurz die Zeit an.
und ich, was ist das für ein Tag heute? Montag. Wir werden Mani mal ein Geschenk bringen. Gut, ich renne mal kurz zurück. Ich guck mal, ob heute jemand Geburtstag hat. Wir vergessen das ja immer so toll. Das macht mir nichts. Heute ist der 8. Nein, am 11. hat Jodes Geburtstag. Gut, am 11. So, Mani mag gerne Quarz. Ich habe mir jetzt mal einen Quarz geschnappt, um den Mani zu schenken. Was hältst du davon? Ja. Achso, dann kann ich auch gleich die Angel mitnehmen. Dann wäre das jetzt aber das dritte Geschenk, ne? Nee, du musst pro Woche 2 Geschenke abgeben. Das ist jetzt nicht dein Ernst, aber wie... Oh, okay. Ich weiß nicht, wo ich meine Angel getan habe. Ich auch nicht, ich guck mal. Da ist er nicht drin. Ich habe, glaube ich, meine gefunden. Ich habe auch eine gefunden. Eine gefunden, oder ist das... Nee, es ist mein Zeichen. Das ist noch die Einlagerkiste hier, ne? Die ist ja noch völlig voll. Die ist ja noch völlig voll. Nein, will ich nicht. Der arme Quarz. Wem sagst du das, Adrian? Ich verschenke jetzt unseren Quarz. Hast du den Quarz aus der roten Kiste geholt? Liebelein? Warum? Muss ich dir auch einen Quarz? Nee, einen Feuerquarz kriegt die nicht. Nee, normalen Quarz in der roten Kiste. Muss ich mich hier erstmal. Nee. Der Ding hier ist fertig. Oh, cool. Quarz. Moment, ich muss mal gucken, wie die Dinger hier aussehen. Weiß. Einen habe ich. Ein einzigen kriegt sie. So, wo bist du? Ich versuche mir hier gerade einen Weg durchzubahnen. Ah ja. Mhm. Geh links am Teich vorbei. Das ist, Links am Teich vorbei? Ja, nach unten. Didi. Und ihr müsst bei Sonne, Regen und verschiedenen Tageszeiten angeln. Genau. Okay. Ich bin froh, wenn ich die Angel im Wald... Find die Tür nicht. Da, howdy. Ja, regnet, ne, Liebelein? Hier, Geschenk. Danke dir. Das ist alles? Na toll. Und wann kannst du in die Hütte rennen bei der? Wenn du 2 Herzen hast. Ein Herz bekommst du, wenn du pro Woche 2 Geschenke bringst. Gib ihr einfach, du musst den Quarz in der Hand nehmen. Ja. Also auf den Kopf tragen. Okay. Und sie mit rechts anklicken. Warte mal, jetzt muss ich erstmal wieder hier raus. Sechs. Danke dir, sehr schön. Siehst du jetzt? Wie viele Herzen habe ich jetzt? Nee, du hast jetzt nur ein Kreuz bei Geschenk. Wenn du jetzt aufmachst und auf dein Soziales guckst, dann hat Mani jetzt... ich habe mir ein Herz, haben wir schon. Ich habe ein Herz von Judy. Ja, und ja. Und Linus und Georg und Dimitris. Aber Mani hast du noch nicht? Nein. Aber ich habe von Mani schon Herz. Dann kann ich ja eventuell die Shorts. Oder müssen wir die beide holen? Wahrscheinlich schon, ne? Du musst Mani wirklich 2 Geschenke pro Woche und dann hast du irgendwann 2 Herzen. So, ich weiß, dass hier hinten ein Tümpel ist, ein Teich zum Angeln. Weil ich ja geübt habe. Mölp. Wir müssen ja auch aus verschiedenen Gewässern angeln. Ach so, okay. Links gedrückt halten, bis der Balken voll ist, loslassen. Es geht nicht gut mit der Angelei hier. Versuch macht klug. Ich habe eine Alge geangelt, ist das nicht toll? Max! Wir müssen beide die Shorts holen. Okay. Wie war das rechts, wenn das Ausrufezeichen auch kommt? Links, auch links. Auch links.
Ich habe einen Schwarzbarsch gefangen. Der war zu kurz. Du siehst das. Nur wie lang. Ich sehe nur, wie weit du reinschmeißt. Na, erkennt man, dass ich geübt habe? Ich habe schon wieder einen Schwarzbarsch. Du hast eine Cola-Dose. Yes! Es gibt sogar Fische, die Heiko nicht rauskriegt. Ach was. Also es ist zum Trost für uns. Gut. Noch ein Schwarzbarsch. Gibt es hier auch was anderes außer Schwarzbarsch? Oh, der war nicht lang genug. Ich krieg das mit dem Angel nicht hin, ey. Du schaffst das, Maus. Geduld. Oh. Wenn ich das mit links mache, dann ziehe ich tatsächlich alles wieder ein, ja? Wieder ein Schwarzbarsch. Rotbarbe, aber nur im Meer. Wo hast du das gesehen? Achso, du siehst das, ne? Ich sehe das, ja. Okay, jetzt habe ich das Büb-Büb vergessen. Aber ich sehe das bei mir nicht. Auf der Seite, vielleicht geht da was besser. Wieder ein Schwarzbarsch. Hast du jetzt hier an den Steg geangelt? Oh, wir wollen nicht, möchte jetzt nicht mehr. Ich gehe jetzt woanders an. Ich gehe nachher drüben auch nochmal am Fluss. Ich habe jetzt mal einfach die Zeit angehalten. Ich werde das jetzt ein paar Minütchen so machen. Ja, ich habe Müll gefunden. Normalerweise würde ich jetzt die Zeit nicht ewig lange anhalten, aber so ein bisschen. Weil wir sind echt ungeübt in den Kram, ne? Ich hol mir immer meine Angel daraus. So, und jetzt warten, bis es Dudut macht. Ja, und dann? Auf die linke ganz kurz. Und dann kommt der Balken. Treibholz habe ich. Ja, fein. Haben wir den Tümpel auch sauber gemacht. Treibholz. Nochmal Treibholz. Ey, ganz ehrlich, ich gehe woanders angeln. Ich auch. Ich komme mit. Aber so funktioniert das. Wenn das Bip-Bip macht, dann... Ja, das ist ja klar. Bloß, das, wie das mit dem Fisch geht, wenn der da dran, wenn der da unten ist, das ist das Schwierige daran. So, jetzt gehe ich hier am Fluss. Fluss gibt auch immer andere Fische. Und dann zum Meer gehen wir auch noch. Oh, das war zu spät. So, und nun? Ja. Der grüne Balken muss hinter dem Fisch bleiben. Wenn der Fisch höher geht, muss dieser kleine grüne Balken auch höher gehen. Mit was in welcher Taste mache ich? Links, das? Links, kleine Linksklicke. Da ist ein Hai dran. Ziehen wir beide wie blöde. Nein, komm noch her hier. Komm, nein, bleib doch nicht da oben. Nein, ich habe keinen Fisch gekriegt. Ja, meiner ist auch weg. Das macht mir keinen Spaß, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Da kriege ich Aggression. Ich weiß. Das ist eklig. Aber du hast es verstanden. Ja. Ja, wieder. Ich, mit dem Klicken, dass der Fisch im Wasser bleibt, das kommt nicht hin. Ich habe sogar die Schatztruhe mitgenommen. Komm schon, bleib doch dran, bleib doch dran. Oh, bleib doch da dran. Ach. Puh, was ist das? Was ein hast du? Kaulbarsch. Oh. Und eine Kiste mit einer Geode und 6 Kohle. Petri heil. Petri dank. Äh.
Ich schaff das nicht, ich krieg das nicht hin. Ich glaube, stimmt die Motorik nicht. Ich glaube, für dich ist es besser die Höhle, ne? Ich geh in die Höhle. Aber ich muss ja auch angeln, das ist ja das Problem. Ja. Ich werde mal aus dem Blickfeld hier gehen. Der war weg. Der war zu schnell. Ja, wieso macht die das denn? Was ist das denn für ein Schwachsinn hier? Bei dir sieht das immer aus, als wenn du die ganze Angel reinschmeißt. Das Ass geht nicht rein. Ey, ich gehe im warmen Leben nicht angeln noch. Heiko schreibt, man sieht, dass ich geübt habe. Aber weißt du nicht, du weißt nicht, wie viele Stunden. Ich krieg das hinten nicht hin mit der Angelei. Das weiß ich nicht. Ich muss das auch üben. Ich gehe in die Mine. Wiedersehen. Dieser Fisch. Soll ich ein Netz holen? Soll ich reinspringen? Mach mich doch nicht so fett. Dieser Fisch ist wirklich die Härte. Was macht er denn eigentlich? Ich sehe es nicht. Länge 30 cm, deswegen machst du so ein Theater? Ich klatsche dir. Wie 30 cm Fisch. Naja, ist ja gut, du hast ja wenigstens einen Fisch. Pass auf, Susi. Du schnetzelst die in der Mine nieder. Okay. Und ich übernehme das Angeln. Aber ich muss ja auch angeln. Ja, ich weiß, und ich müsste in die Mine. Also von daher, das macht sich nicht. Ich weiß, ich müsste ja auch in die Mine, aber. Hast du bestimmt einen 25 cm Kaulbarsch dran? Du strengst dich nicht so an. Hallo? Hallo? Jetzt sag mal was, 76 cm. Maximum. Ich gehe gleich ans Meer. Wann? Du hast hier schon mal was rausgeholt. Die Dinger kannst du verkaufen. Guck dir an, wie du angelst. Ja, klasse. Guck mal, nichts gefangen. Los, Meer, los. Wir gehen zum Meer. Ach, hier kommen wir nicht durch. Hier kommen wir nicht durch. Oh. Guck mal, da sitzt ein Hund, oder? Was ist das? Könnte auch ein Skelett sein. Na toll, das macht's jetzt nicht besser. So, einer da, keiner da, ne? Was machst du? Hast du das nötig im Bild? Du, da kommen manchmal schöne Sachen bei rum. Wenn ich eins in meinem Einzelspieler gelernt habe, dann heißt es im Mülltonnen gucken. Du kriegst sogar Opale daraus. Aus dem Mülltonnen? Aus der Mülltonne, glaubst du? Ich kann mich nicht. Es regnet. Hast du deine komisches Ding dabei, um die Teile hier rauszuholen, die Regenwürmer? Oh, sind da welche drin? Weiß ich. Ach so, nee, die habe ich nicht mit. Die habe ich tatsächlich nicht mit. Ach, man nimmt den eigenen Steg. Man nimmt also den eigenen Steg, ja? Du sollst nicht die ganze Angel rausschmeißen. Stimmt ja was nicht. Soll ich dich aus dem Blick... nicht zum Angeln. Pass mal auf, ich... Nein! Bleib doch hier, du blöder Fisch. Bleib doch da dran, bleib da dran, bleib da dran, bleib da dran. Hab ihn. Oh, was ist das denn? Eine Seegurke. Okay. Susi-Leinchen, ich nehme dich mal aus dem Bild, dann bist du so. Guck mal, jetzt bist du nicht im Bild zu sehen. Und dann kannst du dich hier ganz frei entfalten. Dann sehen die Zuschauer nur mich, wie ich versage. Ich lass mal ein bisschen die Zeit weiterlaufen, ne? Ja, bitte. Ja, bitte. Ich habe eine Alge gesammelt. Nein, ich krieg das nicht hin mit dem Angeln. Kann man denn so ein dämliches Spiel hier reinballern? Schade. Heiko ist traurig, dass er dich jetzt nicht mehr sieht. Was sagt er? Schade. Er ist traurig, dass er dich nicht mehr sieht. Das macht nichts. Er muss meine Peinlichkeit nicht sehen.
dämlichen Fische rausholen. Sonst zur Not hol dir eine Übungsangel. Willi hat auch Übungsangeln. Stand nämlich auch unter dem Video drunter. Ein Riffbarsch, neuer Erfolg, Fische. Der war zu kurz, warte mal. So. Ich bin auf dem Weg zu Willi. Ja, vielleicht holst du dir dann die Übungsangel. Die kostet zwar jetzt ein bisschen Geld. Du. Raus. Ich glaube, 600 oder was kostet die, ne? 25. Bei 600 hätte ich mich am Steg gestellt und mich zum Hans gemacht. So, ich nehme die jetzt hier. Ja, dann versuch die mal. Wiedersehen. So, ich werde nicht mit ihm reden. Gar nicht so einfach, den zu halten. Oh, was ist das? Eine Sardelle. Muss mal gucken, wie viel Platz ich noch habe. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Plätze nur noch. Neue Fischstufe. Okay. Es ist schon 13.20 Uhr. Du könntest ja auch mal nach da oben zur Schatztruhe schwimmen, ne, du blöder Fisch. Natürlich nicht. Wäre ja ein Ding. Geh weg von mir. Geh weg. Das ist doch ein dämlicher Fisch. Ja, jetzt ist er weg. Hätte ich auch mir die Schatztruhe holen können. Ne? Ich wollte gerade fragen, ist es nicht manchmal besser, den Schatz zu holen, wenn der Fisch zu schwer ist? Ist die einfacher? Ja, ich habe einen Fisch gefangen. Wow, ich bin stolz auf dich. Super. Eine Sardine. Sardine oder Sardelle? Also eigentlich heißt das Ding Sardine. Ich krieg das trotzdem nicht hin, dass der Fisch in diesem Dings bleibt und ich muss da so drauf drücken. Das funktioniert echt nicht. Ja, wenn ich den Fisch nicht bekomme, ist der Schatz weg, ja. Dieses Gewitter ist auch ätzend, oder? Oh, ich habe Müll gefunden. Wäre doch gelacht, wenn wir nicht noch ein paar Fische zusammenkriegen würden. Weil wir müssen ja über kurz oder lang diese ganzen Sachen im Gemeindehaus machen, ne? Ja, aber kann diese Probeangel oder diese Übungsangel nur Sardinen angeln? Das kann ich dir nicht sagen. Das hätte er mir sagen müssen. Dann hätte ich mehrere genommen. Für jede Fischsorte eine Angel. Wieso? Es gibt doch nur die Bambusangeln. Die hast du ja schon. Ja. Alter. Ein Riffbarsch. Und? Hast du den Schatz auch bekommen? Einen Schatz hatte ich bis jetzt. Los, hoch, hoch, hoch. Ah, hoch. Ah. Fischi, du auch hoch, du Trottel. Ah, das ist doch unglaublich. Der macht mal hier eine nervös. So. Ich lass den gleich sausen, ne? Guck mal, der macht schon Feierabend, der Willi. Krieg dich, du Schweineteil. Für eine Sardine, weißt du? Aber ich muss dir sagen, es gibt Kaulbarsch, Blaubarsch, Riffbarsch, Sardelle, Seegurke und Schwarzbarsch habe ich bis jetzt. Okay, einen noch.
17.50 Uhr und dann... Nein, ich krieg das nicht hin mit den Geschwimmen. Ich bin jetzt frustriert. Der Fisch ist weg. Susila. Ich gehe jetzt Brombeeren suchen. Geh du Brombeeren suchen. Ich bring mal ein paar Sachen ins... Warte mal, haben wir hier noch Dings? Wie heißen die? Ja, ein paar rote haben wir noch hier. Und da die auch noch. Dieses Gewitter ist ja so ätzend, ne? Ja. Der Bürgermeister geht bestimmt wieder zur Mani hin. Wahrscheinlich. Jetzt gucke ich hier Mülltonnen. Du glaubst das nicht. Ich gucke tatsächlich in Mülltonnen, ja? Ja, natürlich. Nein, das ist nicht natürlich für mich. Du darfst dich nur nicht von jemandem erwischen lassen. Ach, auch noch? Naja, sonst gibt's Ärger. Guck mal, ich habe jetzt... Oh, mein Inventar ist voll. Ich kann den Schokoriegel nicht mehr mitnehmen. Dein Ernst? Siehst du, jetzt habe ich den Schokoriegel. Die kann man nämlich verkaufen. Aber ich glaube, ich gucke mal in die Tonne jetzt nicht rein, weil mein Inventar ist voll. Achso, okay. Ich wollte ja hoch zum Dings, zum Gemeindehaus. Mal gucken, was ich da jetzt noch lassen kann von den Fischen. Ich hätte auch zwei Fische anzubieten. Die kleine Sardinen. 80 Meter, entschuldige bitte. Ich bin so stolz auf dich, aber ich glaube, die Sardine habe ich auch. Katzenfisch, Blaubarsch. Blaubarsch habe ich, da. Zack. Und Tigerforelle. Die habe ich noch nicht. Waldspringer nicht, Sandfisch nicht, indische Glaswels nicht und Kugelfisch habe ich auch nicht. Dein Ernst. Hier, Brasse. Nee, die Brasse habe ich nicht. Einen Aal habe ich auch nicht. Dann haben wir hier Forellenbarsch, Karpfen, Zwergwels und Stör. Was sind denn, warum haben die nicht Fische, die wir haben? Das weiß ich nicht. Riffbarsch. Und Buntbarsch. Buntbarsch haben wir auch noch nicht. Katzenfisch bei Regen im Fluss oder Waldsee. Die haben gerade Regen. Es interessiert ihn aber nicht. Die haben gerade Regen, guck mal. Pass mal auf, dann bringe ich jetzt mal, ich habe die Zeit mal angehalten. Ist das egal, welche Tages- und Nachtzeit? Es ist 21.10 Uhr. Ja, ich habe jetzt gerade mal die Zeit angehalten. Heiko schreibt nämlich Katzenfisch bei Regen im Fluss. Uhrzeit egal. Dann werde ich jetzt mal die Fische nach Hause bringen. Uhrzeit egal kann nicht sein, denn wenn wir bis 2 Uhr nicht im Bett sind, dann werden wir von der Sekte wieder aus. Nein, weil man die fangen kann. Ach so. Man kann bestimmte Fische nur im Regen fangen, zum Beispiel. Ah, okay. Fische waren hier drinnen, ne? Ding, ding. Ach nee, das war kein Fisch. Du, 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 du. Ich dachte, eine Seegurke braucht man auch, war ich der Meinung. Du kommst da auch rein, so. Haben wir das mal ein bisschen sortiert, ja? Ist ja gut hier. Bei dir wieder Alarm. Ja, das wird mir immer das Wetter angezeigt. Ach so. Ich mach's aus. Nee, hätte ja sein können, dass du wie irgendwie Bereitschaft hast, oder was? Nein. Gut. So. Was machen denn unsere Bäumchen eigentlich? Oh, die sind ja mal gewachsen. Bin ja stolz drauf. Und haben wir da auch schon... Waldsee ist doch der See oben bei der Mine, oder nicht? Ich will jetzt ein bisschen was angeln, Susi. Ich will das hinter mich bringen, tatsächlich, ne? Schön. Du hast geübt. Du kannst denn dieses scheiß Vieh. Ich habe nicht geübt. Ich weiß Liebelein, ich will es hinter mich bringen. Hast du gehört, dass ich das nicht gerne mache? Du willst... Was mache ich? Bäume fällen. Ja, ich muss das aber auch noch machen. Ich schleiche mich hier im Dunkeln durch die Gegend. Aber kann ich bei uns beim Tümpel nicht mehr angeln?
Da wirst du Kohle und so einen Kram kriegen. Und Müll. Ist das hier nicht der Waldsee? Ich bin bei uns, ich weiß es nicht. Bei den Zauberer, wo der Stamm weg ist. Ah, der ist ja noch nicht weg, weil wir den noch nicht wegmachen konnten. Oder ist der jetzt weg schon? Haben wir bei dem Zauberer was gemacht? Nee. Nee, nee. Bei uns ist nur Müll drin im Tümpel. Da drin ist der Waldsee. Ach, da ist der Waldsee. Ja, sag ich doch, bei uns ist nur Müll drin. Muss mal gucken, ob der bei dem Zauberer der Stamm schon weg ist. Hast du denn schon hier drin geangelt? Auf dem Einzelplayer, ja. Da habe ich nicht einen Fisch gefangen. Ich auch nicht. Jetzt wieder weg. Bin nicht. Was habe ich jetzt gefangen? Ein Kaulbarsch. Haben wir den nicht schon? Angel unten am Zaun. Karpfen, den brauchten wir auch noch. Glaube ich. Komm schon. Wo unten am Zaun? Hier unten am Zaun? Hier ist kein Zaun. Oh, hier ist eine Nuss. So. Seite von Robin. Ach, von der Seite von Robin. Warte, ich versuch's. Oh, hier ist noch eine Beere. Robin ist... Von der Seite von Robin. Ja, ich bin jetzt... So, unten am Zaun. Ach, da bist du. Du hast gelesen, was er geschrieben hat, ne? Du hast gelesen, was er geschrieben hat, der Nein, habe ich nicht. Habe ich wirklich nicht. Ich... komme mit diesem Scheißding nicht klar. Ich komme mit dieser... Muss ich das links oder rechts machen? Dieses... Links. Das kommt aber nicht hin. Das kann es nicht sein. Ein Zwergwels, den brauchen wir noch. Ein Kaulbarsch, 38 cm. Sehr schön. Siehste, geht doch. Ich kann das nicht. Das kann ich auch nicht. Ich mache das immer noch mit der Übungsangel. Das macht nichts. Wenn dir das hilft. Ein Glasaugenbarsch, den hatten wir auch noch nicht. Glaube ich nicht, nein. Brauchen wir den überhaupt? Ich weiß es gar nicht. Ist egal. Erstmal raus damit. Guck mal, der zieht. Susi, er zieht. Ja. Atmen. Nein, hab ich. Das geht nicht. Ich kriege es nicht. Manchmal sind die widerspenstig, ist so. Toll, jetzt habe ich mich erschrocken und habe die Angel rausgezogen. Und da soll ich zum Angeln immer hingehen, okay. Warum beißt jetzt kein Fisch, weil Susi die alle rausgeangelt hat? Das verstehe ich jetzt auch nicht.
Aber Susi, du machst das schon gut. Nee, das Problem ist dieses, jetzt war ich wirklich auf einer Höhe mit dem Fisch. Das war wieder nicht gut. Du musst wirklich, so wie der Fisch hochschwimmen, muss dein grüner Balken auch hochgehen. Ja, bloß wenn der Fisch dann wieder runtergeht, der Balken... Muss der grüne Balken auch runtergehen. Oh, ich habe es geschafft. Ein Karpfen, na Wunder, 38. Ich bin stolz auf dich. Stehe auf 38 Zentimeter. Das sind 28, Susilein. Ich habe Kopfkino in 3D. Ich weiß. Weißt du, was das Gute ist? Das ist deins. Ich kann gleich nicht angeln. Oh Gott. Frage mich gerade, ob Heiko das verstanden hat. Das muss er nicht verstehen. Das muss eigentlich keiner verstehen. Der mit dem Fisch haut hier gleich ab, ey. Das ist eigentlich kacke hier mit dem Teil. Das war zu irre hier. Was? Kleine Scheiße hier mit dem Teil. Mann, ey. Ich krieg hier Kaulbarsch. Ich krieg hier einen kleinen Ruck, ey. Also Heiko weiß, was wir denken. Dann ist ja gut. Heiko, weiß für dich, wir haben Ruf zu verlieren. Was, dass wir anständig sind. Das haben wir schon zu oft bewiesen, dass das nicht so ist. Das haben wir schon zu oft bewiesen. Ah, herrlich. Wieder ein Treffer, aber der will ja nicht hoch, der olle Fisch hier. Ich schon wie ein Karpfen, 74 Zentimeter. Unanständig. Die wird nie unanständig. Nein, niemals. Ach nee. Eigentlich ist das richtig Schummeln, was wir hier machen, aber ist mir Wurst. Das ist richtig Schummeln, ja. Aber auch das ist mir Wurst, weil ich krieg's nicht gebacken. Das ist das Schlimme daran. Ich hoffe, wir brauchen eine Sardine und einen Karpfen. Karpfen, glaube ich, brauchen wir noch. Sardine ist es durch. Dann haben wir nämlich den Dreck schon mal einmal da. Glasaugenbarsch. Na los jetzt her. Ich will keinen Treffer haben. Eigentlich ist das Blödsinn. Ich krieg eh nichts mit hier. Horst hat geschrieben, wir sind voll seriös. Siehst du? Horst, ich danke dir für deine aufmunternden Worte. Das finde ich toll. So, was haben wir denn? Ein Kaulbarsch, 36er. Ja. Ich habe jetzt keine Köder mehr. Ich habe schon lange keine Köder mehr. Aber ich will gleich noch mal was kicken. Haust du jetzt schon ab, oder was? Wo bist du eigentlich? Dann komme ich mal zu dir gucken. Ich habe deine Angel gesehen. Ich bin weiter runtergegangen am Zaun. Okay. Da, wo du gestanden hast, weiter runter das Wasser. Ah, jetzt sehe ich dich, ja. Hol sie raus, los. Guckst du. Hol sie raus. Los, los, los. Mit gehangen, mit gefangen. Oder nicht gefangen. Ach so, ich soll dir... soll ich das raus? Hab ich mich doch glatt wieder verdrückt. Alles im grünen Bereich. Ja, natürlich, natürlich. Absolut, absolut. Ein Treffer, scheiße. Los, Fisch. Schwimm jetzt ja in der... Ich hab versagt. Ja, ja, ich versag hier auch gleich. Auf voller Front, sag ich dir. Ja. Ja, versagt. Du siehst so süß aus, wenn du angelst. Könnte ich vom Flat. Aber übrigens, wir wollen heiraten, das ist dir klar, ne? Nein, da möchte ich bitte einen vernünftigen Antrag haben. Und ich finde einfach, wir wollen heiraten, das geht nicht. Kaulbarsch, 43. Sehr schön, siehste, geht doch. Mach das immer noch mit der Übungsangel, entschuldige bitte. Deswegen, alles gut.
Mit jedem Fisch, den du fängst, kommst du im Level höher. Und je höher dein Level, umso besser kannst du angeln. Dann sind die nicht mehr so widerspenstig. Oh, ich hab wieder geschlafen. Ich guck, wie du angelst und verschlaf meine eigenen Fische. Karpfen. Oh, 97 Zentimeter. Alter Schwede. Ja, kannst mal sehen. Ich hab ne Brille geangelt. Ist das nicht toll? Meinst du, da schwimmen bessere Fische als hier bei mir, ne? Alles klar. Da will keiner anbeißen. Karpfen, 79. So, Susileinchen. Ja? Wir gehen jetzt zum Dingsbums. Okay, warte ganz kurz. Ich warte auch länger. Okay. Ich möchte, dass du auch Fische abgibst, damit du mal ein bisschen stolz bist auf dich. Ja, das mit den Fischen, das ist so... nee. Gibt es da noch eine Hochseeangel, sag mal? Es gibt nachher noch bessere Angeln, ja. Es gibt dann noch bessere Angeln. Jetzt zieh doch. Los. Nicht runter. Oh, Gott sei Dank. Was ist das denn? Glasaugenbarsch. Woher weißt denn du, was ich fange? 43 Zentimeter. Hallo? Du stehst da vor mir mit dem Fisch in der Hand. Was denn denkst du denn? Hallo, Lavisinchen. Hallo, Lavisina. So, Liebelein, jetzt gibst du hier mal ein bisschen was ab, damit du auch mal ein bisschen Stolz empfindest. Du hast Fische gefangen. Ja, frag dich bloß wie. Mit der Angel. Mit der Übungsleine. Ja und? Ist doch egal. Um 21.10 Uhr hat der aber schon zu. Der hier aber nicht. Okay. So, jetzt guckst du mal bei jedem, was noch nicht fertig ist. Okay. Ob du da was abgeben kannst. Ist nicht schlimm, Maus, ist nicht schlimm. Hast nichts verpasst. Nur wie wir uns blamieren. Ja, genau. Ich mich blamiere. Ist das ein Fisch mit einem grünen Teil? Habe ich auch nicht. Du brauchst nur raufzeigen, dann steht der Name da. Nicht raufklicken, aber raufzeigen. Ach da, Blaubarsch. Blaubarsch habe ich nicht. Nein, Moment. Aber den hier, was ist das? Der ist doch schon... Indischer Sandfisch, Waldspringer. Haben wir nicht. Oh, den hätte ich. Siehste? Oh, ich habe einen. Was willst du noch? Habe ich nicht. Ne, den hast du ja schon reingeknallt. Den habe ich auch nicht. So, dann habe ich sie, glaube ich, jetzt alle durch. Huch. Dann gucke ich jetzt mal, ne? Aber warte, ich will nochmal für sicherheitshalber... Was ist das da? Eine Sardine? Wo ist meine Sardine? Bech, was machst du da? Ich versuche darauf zu kommen. Du ärgerst mich. Nein, jetzt. Jetzt. Das ist ein Katzenfisch und eine Tigerforelle habe ich nicht. Hier haben wir eine Brasse und Nal habe ich immer noch nicht. Kugelfisch, indischer Glaswelsch. Warte mal, den Glaswelsch? Ah ne, ich habe hier so einen Zwergwels. Waldspringer, Sandfisch. Ich habe ja gedacht, dass wir den. Hast du den Glasaugenfisch? Den hast du wahrscheinlich reingetan, ne? Nee, den habe ich hier noch. Zwergwels. Ich habe meinen Zwergwels. Wer will denn ein Glasaugenfisch haben? Den habe ich doch da reingemacht. Guck ich gleich. Ja, dann hast du den reingemacht. Deswegen konnte ich den nicht mehr reintun. You know what I mean? Ja, aber kriegt man denn die Fische wieder zurück? Nein, nein. Thunfisch und Buntbarsch brauchen wir noch. Ja, so einiges haben wir. Okay. Was haben wir hier? Waren hier auch noch Fische dran? Oh.
Aquamarin. Hatten wir nicht einen Aquamarin? Einen haben wir. Mhm. Hier ist noch ein Fisch, Kaulbarsch. Ich kann den Kaulbarsch dahin tun. Ja, sehr schön, siehste. Und hier kann ich das hier rein tun. Ah, guck mal. So langsam widdert was hier. Achso, die hatte ich schon. Okay, die anderen Fische bringen wir jetzt nach Hause und dann gehen wir nochmal. Ich will nochmal beim Zauberer gucken. Okay. Da ist auch noch ein Tümpel. Und dann, Steiner, geht mal zum Joja-Markt oberhalb. Ist eine Brücke. Da nach oben angeln. Okay, machen wir danach. Ich würde erstmal beim Zauberer gucken gehen. Wollen wir oben oder unten lang? Unten lang, ne? Ja, okay, wie Hose. Aber ich muss erst meine Taschen leer machen. Ich bin leider etwas voll.